Jetzt gibt es einen Einblick in die Werkstoffgruppe der Eisengusswerkstoffe. Als wirtschaftliche Alternative zu spanend gefertigten Bauteilen oder Schweiß- und Schmiedekonstruktionen bietet sich oft das Gießen an. Hierfür werden verschiedene Eisengusswerkstoffe verwendet. Eisengusswerkstoff, auch als Gusseisen bezeichnet, ist eine Eisenkohlenstofflegierung mit einem Kohlenstoffgehalt zwischen 2,06 und 6,67%. Durch den hohen Kohlenstoffgehalt lässt sich das Material nicht mehr plastisch, also bleibend, verformen, sondern ist nur durch Gießen in seiner Form veränderbar. Im Vergleich zu den reinen Stählen enthält es hohe Anteile an Silizium, Mangan, Chrom oder Nickel. Im eutektischen Bereich, dem Bereich, in dem auch ein Elementgemisch einen klaren Schmelzpunkt hat, besitzt das Material bei etwa 1150 Grad Celsius einen deutlich geringeren Schmelzpunkt als Stahl. Die Schmelze ist somit sehr dünnflüssig und lässt sich daher leichter vergießen als die höher viskose und damit zähflüssigere Stahlschmelze. Durch den hohen Kohlenstoffgehalt lässt sich Gusseisen jedoch nicht schmieden, da Kohlenstoff eine hohe Härte und große Sprödigkeit verursacht. Besitzt das Gusseisen eine unverletzte Gusshaut, ist es korrosionsbeständiger als Stahl und durch das Zulegieren von Silizium, Chrom und Nickel kann die Korrosionsbeständigkeit noch weiter erhöht werden. Gusseisen wird hauptsächlich in zwei Gruppen unterschieden: weißes Gusseisen, in dem der Kohlenstoff als Eisenkarbid, Fe3C, das auch Zementit genannt wird, vorhanden ist, und graues Gusseisen, also Grauguss, in dem der Kohlenstoff in Form von Graphit vorkommt. Zum weißen Gusseisen gehören Stahlguss, Temperguss und Hartguss. Weißes Gusseisen ist sehr hart, spröde und nur schwer bearbeitbar. Die Anwendungsbereiche für weißes Gusseisen sind sehr begrenzt, was zu seinem geringen Anteil von rund 20% an der Gesamtproduktion von Eisengusswerkstoffen führt. Der größte Anteil aller produzierten Gusswerkstoffe fällt in den Bereich des Grauguss. Hierbei werden die Werkstoffe entsprechend der geometrischen Gestalt der Graphitkristalle im Gefüge unterschieden. Man unterscheidet Gusseisen mit Lamellengraphit, Gusseisen mit Kugelgraphit und Gusseisen mit Vermikulargraphit. Aufgrund der mangelnden Beweglichkeit von Bausteinen wie Atomen und Leerstellen im Kristallgitter sowie inneren Spannungen ist Grauguss kaum plastisch verformbar. Es ist ein spröder Werkstoff mit guter Wärmeleitfähigkeit, guten Dämpfungseigenschaften und hoher Formsteifigkeit. Die einfachste und verbreiteste Sorte ist das Gusseisen mit Lamellengraphit, in dem der Graphit in Form von dünnen, unregelmäßig geformten Lamellen vorliegt. Durch die Kerbwirkung der Lamellen innerhalb des Werkstoffs sinkt die Zugfestigkeit. Das heißt, dass die dünnen Lamellen wie kleine Kerben wirken, die ein Bauteil natürlich schwächen. Allerdings ist die Druckfestigkeit von Grauguss mit Lamellengraphit um ca. das Vierfache höher als seine Zugfestigkeit. Zusätzlich wirken die Graphitlamellen wie kleine Stoßdämpfer und haben somit einen positiven Einfluss auf die Dämpfungseigenschaften. Außerdem fördern sie die Wärmeleitfähigkeit und die Formsteifigkeit. Werden die Lamellen bei der Bearbeitung angeschnitten, können sie durch sich einlagerndes Schmiermittel in den Hohlräumen eine hohe Schmiereigenschaft bewirken. Bleibt die Gusshaut wiederum unverletzt, besitzt Gusseisen mit Lamellengraphit eine gute Korrosionsbeständigkeit. Diese kann durch das Zulegieren von Silizium, Chrom und Nickel weiter verbessert werden. Die häufigste Anwendung für Gusseisen mit Lamellengraphit findet sich in Motorblöcken, Getriebegehäusen und Dampfturbinengehäusen. Ein Werkstoff mit besseren mechanischen Eigenschaften ist das Gusseisen mit Kugelgraphit, bei dem der Graphit in selbiger Form vorliegt. Erreicht wird dies durch die Zugabe von geringen Mengen an Magnesium, Cerium oder Calcium.
Gusseisen mit Kugelgraphit vereint gute Gießbarkeit mit Festigkeitswerten ähnlich wie Stahl. Eine Modifikation der Werkstoffeigenschaften ist durch nachträgliches Spannungsarmglühen oder Weichglühen realisierbar. Diese beiden speziellen Wärmebehandlungsverfahren verbessern vor allem die Zähigkeit, also den Widerstand gegen Risswachstum und Bruch. Es eignet sich besonders für die Herstellung von komplizierten Gussteilen, die hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt sind. Dazu gehören zum Beispiel Kompressoren, Kupplungsteile, Turbinen sowie Kastoren, die Transportbehälter für schwach radioaktive Brennstäbe. Ein relativ neu entwickelter Werkstoff ist das Gusseisen mit Vermiculargraphit. Bei ihm liegt der Graphit in klumpiger Form vor, die im Schliffbild wie Würmer aussehen. Er besitzt eine optimale Kombination aus Zugfestigkeit, Dämpfung, Temperaturleitfähigkeit, Temperaturwechselbeständigkeit, Bearbeitbarkeit und Gießbarkeit. Seine Herstellung ist jedoch sehr schwierig und erfordert eine Schmelzbehandlung in engen Temperaturbereichen. Anwendung findet dieser optimierte Werkstoff in vielen Bereichen, von Dieselmotoren über hochmotorisierte Pkw-Motoren bis hin zu Getriebegehäusen. Zusammenfassung: Gusseisen ist eine Eisenkohlenstofflegierung mit einem Kohlenstoffgehalt über 2,06%. Es ist ein formsteifer, aber spröder Werkstoff mit guter Wärmeleitfähigkeit und guten Dämpfungseigenschaften. Unterschieden wird in weißes Gusseisen, bei dem der Kohlenstoff gebunden in Form von Zementit vorliegt. Dieser macht weißes Gusseisen sehr hart und somit schwer bearbeitbar. Die zweite Unterscheidungsform ist Grauguss, bei dem der Kohlenstoff in Form von Graphit vorliegt. Die Graphitform als Lamellen, Kugeln oder Würmer sind Ursache für die hohe Wärmeleitfähigkeit, bewirken gute Schmiereigenschaften und sorgen für ein gutes Dämpfungsvermögen. Durch den geringen Schmelzpunkt und das gute Formfüllungsvermögen von Gusseisen lassen sich mit diesem Werkstoff Anwendungsgebiete erschließen, die mit Stahl so nicht umsetzbar sind.